Unser Yasin, Deutschlands unterschätztester Poet. Aber er ist nicht nur Dichter, er ist auch Denker. Und jetzt hat er sich was ausgedacht. Jetzt hören wir ganz gut zu. Erzähl mal, du. Ich will Samira fragen, ob sie meine Freundin sein will. Jetzt schon? Ja. Na, 3 Wochen, wie viel soll ich noch warten? Nichts braucht mich draußen. Echt jetzt? Ja. Und ich bereite jetzt was da vorne vor. Ja. Ja, und ich würde es freuen, wenn du alle dann hier hoch halt, wenn ich rausgehe. Aber warte jetzt. Jetzt warte erst, wenn ich draußen bin. Das sehe ich Susanne schon, das merkst du. Ja, vielleicht erst mal ein Hemd anziehen, ne? Halbnackte Anträge wirken oft unseriös. Noch was vor, oder wie? Ja. Was ist bloß mit unserem Yasin los? Hat er heimlich ein Feminismus-Seminar belegt? Fängt er nächstes Mal an zu häkeln? Wo ist unser Eifersuchtsvulkan? Krass! Ich bin schon wieder nervös, wenn ich schon an sie denke. Ihre Smaragdaugen, die funkeln immer so schön. Smaragdaugen. Obacht, Freunde, er dichtet wieder. Warum grinst du so? Oh Mann, muss ich mir die Jacke anziehen? Ja. Ich bin so nervös, dass ich gerade mich Warum ziehst du keine Schlafsachen an? Hey, hört mal zu. Er will sie jetzt fragen, ob sie Yasin macht Samira Antrag. Oh. Wie süß. Oh, du bist ja süß. Oh. Du bist ja süß. When you try your best, but you don't succeed. Oh, süßes Höschen, Sydney. Und zwar, ich wollte dir was sagen gerne. Und ich fühle mich schon, als würde ich jetzt noch mal heiraten. Ich möchte dir gerne was sagen. Und zwar, wir sind schon seit 3 Wochen hier. Ich fühle mich immer jeden Tag immer wohler mit dir. Wir hatten Höhen und Tiefen. Ich weiß schon, du kennst mich. Ich habe Ich fühle mich jeden Tag deine schönen Augen, die strahlen mir so fest in die Augen, dass ich ohne ein Lachen nicht mal weggehen kann von dir. Ohne ein Lachen kann ich nicht gehen. Groß! Du schenkst mir Vertrauen, du schenkst mir das Gefühl. Die 3 Wochen sind mir vorgekommen, wie als wären wir ein halbes Jahr schon unterwegs zusammen. Und ich würde dich gern fragen, heute, ob du nicht mehr mein Couple, sondern meine Freundin sein möchtest. Oh, natürlich. Ja? Gerne. Ja! Wir sind jetzt nicht nur ein Couple, sondern wir sind in einer Beziehung. Zusammen. Yasin versucht jetzt alles, um die Leute zu überzeugen, dass der nicht mehr der Alte ist. Hey Leute, das ist ein einmaliger Moment. Ey, diese haben keinen Heiratsantrag, die sind zusammen jetzt. Langweilig. Auf YouTube Love Island abonnieren und das Glöckchen nicht vergessen.